Jo Leute, wir sind zurück und Ash Willi muss an dieser Folge dran glauben und ich würde mal sagen, wir gehen durch und erledigen den Spaß. Ist der da überhaupt? Ich denke ja. Oh Gott, was war das? Oh, es brennt. Aber er ist wohl noch nicht Los, tot. Ossi, ruf die Feuerwehr. Hallo. Da ist er drinnen. Da ist er. Irgendwo da drin ist er. Okay, roll dich nochmal durch oder so. Kann leider keine Vorwärtsrolle machen. Schrecklich. Hast du nicht irgendwie eine Haftbombe, die du reinballern kannst? Ich kann den Versuch aus dem Fenster zu schubsen, ja. Aber die stecken irgendwie hammerdoll ein, oder die Knarre ist irgendwie nicht so geil. Da ist der Typ. Aus dem Fenster schubsen? Auf Oder jeden. mit der Haftbombe rausschleudern? Nee, nee, aus dem Fenster. Schubs ihn runter. Kann es sein, dass du vielleicht erstmal das Fenster einschießen solltest? Lol. Ey, wieder nicht rausfallen. Na, Luis, fällt doch jetzt die kleine Spastie. Ja. Jetzt ist er tot. Oh ja. Ganz schön kleiner Blutfleck. Ich sag, Kopf ist kacke gebrochen. Okay. Was auch immer. Oh fuck. Soll ich am Leben lassen? Spring einfach. Boah. Lande auf dem Truck. Ach du Scheiße. Wenn der Truck vielleicht mal fahren würde, ne? Lande auf dem Truck-Mission finde ich ja auch nicht so geil. Aber wir haben es geschafft. Natürlich Geil. schaffe ich das, ich bin Maxman. Chillig. Aber endlich müssen wir mal nicht fahren. Das ist ja mal chillig. Mr. A will be pleased, Ashley no more around. Yeah, great. Tell him I'm not his fucking hitman, okay? That's not why I'm hanging with him. I am sorry, Mr. Hospitality Man. You do what Mr. Ray says. That's it. I see you soon. Stick your guitar up your fucking ass. Der steckt sich bestimmt gerne die Gitarre in den Ass. Hole. Ins Asshole. Nice. Aber wir mussten endlich mal nicht fahren, oh, ich bin so. Es war eine perfekte Landung. Zweimal. Nice, auf jeden Fall sehr nice. Die Frage ist, was machen wir jetzt noch? Wir haben jetzt ja noch ein kleines bisschen Zeit in dieser Folge. Wir könnten ja. Guck mal bitte kurz auf die Karte, lieber Maxman. Wir könnten noch eine Mission mit diesen Random-Personen machen, weil hier ist auch gleich eine in der Nähe. Das könnten wir eigentlich ja mal mitnehmen. Nö? Ich glaube, da können wir sogar zu Fuß hin. Lol. Ich dachte gerade echt. Einfach schubsen. Einfach schubsen. Wenn sie im Weg sind, einfach wegschubsen. Das ist auch mal meine Devise. Schubsen! Hä? Yusuf. Yusuf. Hey, Luis. My man. How's things, bro? Not that great. My father here is a very passionate and angry and very disrespectful man. But listen. Can you come and meet me at the construction site? I have something to discuss. Yeah, okay, man. I'll try to come by. Achso, ich dachte, ich muss da jetzt hin gleich. Ja, dachte ich auch gerade. Das wäre vielleicht ein bisschen scheiße gewesen, aber. Nee, nee, das passt schon. Das passt schon. Irgendwie. Aber wir sind ja auch gleich da. Weil diese random Personen, die Ey, ist das sind. nicht der Hauptbahnhof von New York? Kann sein.
Ja, das ist auf Hölle ein großer Hauptbahnhof von New York. Ich kenne mich in New York nicht so aus. Hab ich eine Treppe erkannt oder an dem Eingang. Okay. Ich war auch noch nie in New York. Nee, also, nee. Davon mal abgesehen. Na guck mal, das ist so ein Typ in so einem Restaurant. Der ist das. Aha, okay. Hey, have you a light? Hey, sorry, Papi, I don't smoke. Ah, a Spaniard, wonderful, a man of culture. I'm not sure someone from the Heights qualifies as being Spaniard, but whatever. Oh, exactly, whatever you say, Daddy. Excuse me? What is wrong with you? The British, they give you this beautiful little awkward language, and you just debase it with whatever, or like, or fuck you, or get over yourself. In that case, fuck you. Oh, c'est ça, on va te faire foutre. Oh, who am I to complain? My country is not much better. We are the worst. My people watch American television and then they complain about it afterward. Oh la la, I am rich! Time was when we would chop someone's head off and we would run around the street with it on a stick. Ich hasse Franzosen. Now, we are soft and miserable just like you. Hey, I'm not miserable. Well, then clearly you do not watch enough television. You enjoy the bright lights and the big cities and the hope that maybe one day you become rich and stupid and your people, maybe you can make a nice little TV show with you and your friends. Hey, knowing my friends, I hope not. Well, I do not come to Liberty City to watch television. I come to fuck and get high. What else is there? Well, I don't know, family? I had a family. Meaningless. Honor? Psst. Don't make me puke. No, mon ami. I had to tell you, my friend. Nothing matters in this world apart from getting your rocks off. Or getting so out of it you don't realize you haven't got your rocks off. I like a man who's so focused. Have you got a car? I'm not sure I want to get into a car with someone like you. Oh, relax, relax. Let's go for a drive. I like you. You find things as ridiculous as me. Wir haben gar kein Auto. Nee, nee. Scheiße. Mal der Franz, Mann. Ich bin Taxifahrer. Genau, mit dem Franz, Mann. Ossi, nur weil ihr das Thema Franz, Mann sagt, wird das nicht witziger. Ich kann auch sagen, der Franzos. Weil das heißt nämlich... Du kannst auch Frosch besser sagen. Oder... Baguette Lutscher. I like things giving up willing. As you wish, but there are pleasures distinct to the professional distress. You may come to understand that in later years, Spaniard. Yeah, okay, Frenchman. Ich glaube, er hat auch gerade na Frenchman und Franzmann, das ist fast dasselbe. Thank you, Spaniard. I am only sorry you will not join me in this adventure. Don't catch nothing, bro. Ah. Ah. High-End-Massage. Ich verstehe schon. Okay. Ja, das sind so diese High-End-Massage-Thailand-Dinger. Finde ich ja schon ein bisschen geil. Also, dass sie sowas mit eingebaut haben. Weil, ich kann mich noch gut entsinnen, in Sleeping Dogs... Ist ja ungefähr so wie GTA, nur halt mit ein bisschen weniger Ballern und ein bisschen mehr Martial Arts kämpfen und so. Da gab es auch überall diese High-End-Massage-Dinger. Das war schon lustig. Okay, was machen wir denn jetzt? Wir haben ja noch ein bisschen Time. Die Schilder zu lesen. Wir, ja, weil du so gut Chinesisch oder... Coming. Was? Kamehameha? Nein, Coming. Coming. Oh, Jesus, Alter. Gibt es hier irgendwo vielleicht eine Base-Jump-Mission in der Nähe? Ich frage jetzt nur mal, weil wir das eigentlich lange nicht gemacht haben. Mal gucken, weil eigentlich macht das ja auch Spaß. Guck mal, da unten ist zum Beispiel eine. Warum hat er seine Knarre in der Hand? Das ist doch egal. So. Ich würde sagen, da fahren wir jetzt einfach nochmal hin und probieren das einfach mal. Ich finde es immer schön, dass in GTA so viele Easter Eggs drin sind. So ja. Tiss, was der oder sowas. Ja, genau. Es gibt aber so viele. Finde ich mal schön. Das finde ich auch cool. Absolut. Absolutely. Absolutely.
This is basically absolutely nice. There's other cars on the road, yo. Sagte er und fuhr selber wie so ein Behinderter. Ja, echt. Wisst ihr, müsst ihr beachten, dass er fährt und nicht ich. Genau. Das war zu früh, Luis. Das war echt ein kleines bisschen zu früh, aber du kannst eigentlich aussteigen. Ich sag ja nur, ja, merkst du mir, du kannst aussteigen. Ich hab das Taxi-Ding oben abgefahren. Ja, ja. Also Luis hat das oben abgefahren. Genau. Ja, wir springen jetzt von diesem Gebäude. Tut das nicht weh? Nee. Wo muss ich landen? Weiß ich nicht. Aus die warum? Wegen ist so. Warum? Nein, das ist nur mal so. Ach du Scheiße, auf ein Fahren. Das auf ist ein Boot. Mit einem Motorrad. Lol. Nein, macht. Oh, du bist so behindert. Attack, attack. Voll die geile Musik. Ja, eine helle GEMA-Streckenbohrer. Ne. Nein, bleib doch liegen. Ja. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Kann man den nochmal wiederholen? Oder muss man da jetzt nochmal hinfahren? Ach ne, wir sind ja gleich. Ne, wir sind jetzt nicht ernsthaft bei einem anderen Krankenhaus, oder? Doch. Nein. Ich will den nochmal machen. Denselben? Eigentlich schon. Ich muss gerade sagen, ich fand die jetzt nicht so geil. Weil du einfach dagegen geflogen bist. Und dann kann ich ja nicht, dann sollen die halt das Haus von jetzt hinstellen. Ja, eigentlich schon. Ach du Scheiße, war das gerade lustig. Hat er gerade gesagt, thanks, Maxman? Ja, hab ich auch verstanden. Okay. Was zum Teufel, Alter. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, die werden wir auch brauchen. Lass aber die Musik an, die ist geil. Nee, ich fand die jetzt nicht so geil. Doch, doch, die war Nein. schon. Die war schon Spinn geil. Spinn nicht rum. Du musst das ins Mikrofon sagen, wenn du willst. Spinn nicht rum. Okay. Ja, fällt auch nichts dran. Erledet. Erledet? Ladebildschirm lang. Und attack, attack, attack! Auf was für ein Boot muss ich denn rauf? Auf das. Genau das, was gerade ablegt. Genau, da musst du rauf. Du musst noch ein Stück runter. Sag mir nicht, was ich muss. Oh, geil! Absolut nice. Guck mal. Hammer. Hammer. Also der war Hammer. Also das war echt, das war gut geflogen, gut gesprungen. Ich hätte jetzt eigentlich noch Bock auf den zweiten. Ich weiß nicht, hast du da noch Lust zu oder willst du eher der Kapitän in deiner eigenen Badewanne sein? Aber ich habe eine ziemlich große Badewanne, die ist ziemlich dreckig. Ist. Ich finde es irgendwie schade, dass wenn die ins Wasser springen, dass die nicht wie bei GTA 5 einen Kopfsprung machen. Guck mal, er springt wie so ein Krüppel. Das muss man dann leider mal sagen. Nee, aber wie gesagt, also der Basejump, der war absolut gut, Maxman. Also da mal Respekt an dich, dass du den denn zum Schluss noch so gut genommen hast. Nee, das meine ich jetzt ohne Sarkasmus, das meine ich vollkommen ernst. Der war echt gut. Ich wollte gerade sagen, ich nehme alles gut, aber es ist ja ein bisschen scheiße gekommen. Hast du... So, bisschen. Ja, okay. Zweideutig und so. Okay. Zweideutigkeit. Gibt es hier denn noch einen coolen Basejump in der Nähe? Hupsi. Oh, sorry, my bad. So, mal gucken. Achso. Ja, mit W. Hier gibt's Internetcafés, Triathlon. Da war ein Basejump. Komm, nehmen wir den einfach mal. Yusuf, Mori. Ich glaube, da wird nur der eine angezeigt. Nimm einfach den. Genau, wir nehmen jetzt einfach mal den. Egal, wo der ist. Wahrscheinlich ist der... Na, guck mal, der ist auch noch der Zerstörte.
Ja, 13, das passt schon, das passt schon. Wir probieren den jetzt einfach mal und wenn der nicht klappt, dann ist nicht so schlimm. Machen wir den anderen mal hoffentlich nochmal. Ein Base Jump auf den Checkpoint. Meinst du, das schaffst? Mm-mm. Ich glaube, fahrende Ziele sind einfacher. Meinst du? Ja, definitiv. Weißt du, wo du hin musst? Geradeaus. Da unten. Siehst du den? Aber eigentlich sollte ich meinen Charakter selber sehen. Also. Ja, ja, das ist so. Der macht gleich so eine epische. Siehst du? Oh ja. Oh. Hui. Und fliege, fliege. Ich weiß gar nicht, ob das so schlau war, den Fallschirm jetzt schon zu ziehen. Also wäre ich unten gegengesprungen. Ja, gut, okay. Aber doch, sieht gar nicht so schlecht aus. Aussi. Das sieht echt gar nicht so schlecht aus. Da kann ich schleudern. Geschafft? Ja. Genauigkeit zwar 3%, aber egal. Immerhin, besser als keine. Geschafft, ne? Gut, yo, Leute. Ey, wir haben dafür nur $35 bekommen, das ist ja schrecklich. Aber reicht eigentlich. Komm mal. Guck mal, ein schwarzer Anzugträger. Was da so schlimm? Keine Ahnung, ja. Aus dich bist du etwa rassistisch? Nein, aber natürlich nicht. Alter, der macht dich kalt. Hol zück dein Messer. Ich werde mich nicht mit einem Schwarzen anlegen. Ich habe keine Chance gegen die. Okay. Jetzt reicht's mir. Reicht, 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 reicht. Okay. Ich glaube, der lebt nicht mehr. So, liebe Freunde. Ich würde mal sagen, das war's dann auch mit dieser Folge von Let's Play The Ballad of Gay Tony. Und wir sitzen hier in so einem schicken Turismo und Maxman skippt die ganzen Perspektiven durch. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Let's Play The Ballad of Gay Tony. Mein Name war Ossi, neben mir saß Maxman und damit sagen wir Tschüss, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.